Werner Haas diesmal ganz zugeknüpft. Zehn Fahrer aus vier Nationen am Start der 125 Kubikzentimeter Klasse. Das ist so ganz das richtige Rennen für die NSU-Maschinen, die sich am wohlsten fühlen im Drehzahlbereich von 10 bis 11.000 Touren. 190 Mal pro Sekunde geht dabei der Kolben auf und nieder. Um diesen Vorteil auf allen Strecken voll ausnutzen zu können, besitzt NSU als einzige Maschine der Welt ein Sechsganggetriebe. Rupert Vollaus, Reginald Armstrong, Hermann Paul Müller belegt NSU mit der Rennmax Platz 1, 2, 3 und 4. Ein einmaliger motorsportlicher Erfolg auf englischem Boden.